Sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Jakob, sehr geehrter Herr Lenz, sehr geehrter Herr Brigadier Droh, sehr geehrte Frau Kuster, sehr geehrte Frau Büschi, sehr geehrte Medienschaffende. Ich begrüße Sie auch heute recht herzlich zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus, an dem Sie den Fachexpertinnen und Fachexperten des Bundes Ihre Fragen stellen können. Am Mittwoch und am Freitag finden Bundesratssitzungen statt. Die Kommunikation dazu wird in den Bundesratssitzungen festgelegt. Den nächsten Point de Presse auf Fachebene haben wir für Donnerstag vorgesehen. Wir machen einen weiteren am Samstag, beide jeweils um 14 Uhr. Herr Koch ist Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit. Herr Koch. Ja, vielen Dank, werte Anwesende. Die Situation über das Wochenende scheint ziemlich stabil geblieben zu sein. Das heißt, die Fallzahlen sind weiter angestiegen. Wir haben jetzt 15.475 laborbestätigte Fälle und 295 Todesfälle. Das heißt, der Anstieg ist einigermaßen der gleiche wie in den letzten Tagen. Das ist sicher schon einmal ein erstes kleines Zeichen, dass die Maßnahmen auch greifen. Aber es ist sicher noch zu früh, um wirklich eine Schlussfolgerung zu ziehen. Gleichzeitig haben wir auch die Resultate einer Sotomon-Frage in Bezug auf die Kampagne und das Verhalten der Bevölkerung. Und auch da ist zu sagen, die Resultate aus dieser Umfrage sind gut bis sehr gut. Die Bevölkerung hat begriffen, um was es sich handelt, und sie scheint die Maßnahmen auch umzusetzen. Jetzt wird es wirklich darum gehen, als nächstes einmal über die Ostertage weiter standhaft zu bleiben und danach zu schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt und wie man weiter mit den Maßnahmen dann umgehen kann. Das war für heute von meiner Seite die Message. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Koch. Herr Jakob ist Leiter der Direktion für Standortförderung beim SECO. Herr Jakob. Frau Eggenberger, geschätzte Damen und Herren, besten Dank, dass ich kurz berichten kann über das Liquiditätsinstrument. Am 25. März hat ja der Bundesrat die entsprechende Verordnung verabschiedet, die die Eckpunkte für die verbürgten Covid-Kredite festlegt. Mit diesem Programm kann der Bund grundsätzlich gesunden Unternehmen rasch und unbürokratisch Zugang zu Bankkrediten für Übergangsfinanzierungen ermöglichen. Dies, damit sie trotz Einnahmeausfällen ihre fixen Kosten während der kommenden Monate tragen können und dies auch in Ergänzung zu der Kurzarbeitsentschädigung und dem Corona-Erwerbsersatz. Die Maßnahme richtet sich an Einzelunternehmen, an Personengesellschaften oder juristische Personen. Es umfasst also auch die selbstständig Erwerbenden. In der öffentlichen Diskussion hatte ich jetzt die letzten Tage den Eindruck, dass vor allem bei den selbstständigen Erwerbenden das Instrument der Kurzarbeit diskutiert wird. Selbstständig Erwerbende können aber auch hier diese Liquiditätshilfen beanspruchen. Das Programm baut auf den bestehenden Strukturen der Bürgschaftsgenossenschaften auf. Es gibt 4 beim Bund akkreditierte Bürgschaftsgenossenschaften und die in normalen Zeiten bis zu 1 Million verbürgen können. Innerhalb der letzten Woche wurde das System massiv hochgefahren. Wie Sie wissen, die Unternehmen beantragen die Covid-19-Kredite bei ihrer Hausbank. Und alle relevanten Unterlagen sind sowohl für die Banken wie auch für die KMUs und alle Interessierten sind auf covid19.easygov.swiss abrufbar. Vielleicht ein kurzes Update zu den Zahlen. Seit letzten Donnerstag, 26.03. 8 Uhr, können Gesuche gestellt werden. PDFs zur Kreditbeantragung wurden bisher rund 130.000 Mal heruntergeladen. Die Website verzeichnet seit Start über 300.000 Besuche. Es sind aktuell 115 Banken, die am Covid-19-Programm mitmachen. Jetzt vielleicht die wichtigste Zahl. Die Zentralstelle der Bürgschaftsorganisation hat gestern Sonntagabend total 31.853 abgeschlossene Kreditvereinbarungen erhalten. Das sind die kleineren Kreditvereinbarungen, also Kredite, die bis zu 500.000
Und zwar war der Verlauf folgendermaßen: Donnerstag und Freitag wurden je plus minus 8.000 Kreditvereinbarungen abgeschlossen. Der vorläufige Höhepunkt dieser Abschlüsse ist am letzten Samstag erfolgt mit ganzen 11.700 Kreditvereinbarungen in einem Tag. Gestern Sonntag wurden dann etwas weniger, nämlich rund 4.000 Kreditvereinbarungen abgeschlossen. Die aktuelle Schätzung der verbürgten Kreditsumme sieht folgendermaßen aus. Die bisher eingepflegten Kreditvereinbarungen weisen einen effektiven durchschnittlichen Bürgschaftsbetrag von 207.000 Franken aus. Es sind je nach Bank natürlich da ziemliche Unterschiede auch zu verzeichnen. Das ist über die Kreditvereinbarungen, die effektiv ins System eingespiesen wurden, ist das ein Durchschnittswert von 207.000 Franken. Und basierend auf diesem Durchschnittswert liegt die effektive Verbürgungssumme Stand gestern Abend, Sonntagabend, 17 Uhr, bei rund 6,6 Milliarden. Das heißt mit anderen Worten, rund ein Drittel der 20 Milliarden, die hier zur Verfügung stehen, sind bereits vergeben. Die Zentralstelle der Bürgschaftsorganisation, nämlich PwC, hat noch keine vollständigen Kreditanträge der größeren Kategorie, die Covid-19-Kredite plus. Das sind die Kreditanträge von 500.000 bis zu 20 Millionen erhalten. Es gingen zwar einige solche Kreditanträge ein, aber kein Kreditantrag war bisher vollständig. Es fehlten da Angaben, es fehlten zum Teil Beilagen und so weiter. Vielleicht auch noch etwas Neues, wenn Sie auf der Homepage covid19.easygovswiss waren, dann stellen Sie fest, dass seit Samstagabend nicht mehr PDFs zum Herunterladen da sind. Es ist ein geführter Prozess mittlerweile eingerichtet. Und dieser geführte Prozess erlaubt auch, dass die Möglichkeit, dass fehlerhafte Anträge, unvollständige Anträge besser vermieden werden können, weil man kommt in diesem geführten Prozess nicht weiter, wenn nicht alle relevanten Angaben korrekt eingegeben wurden. Probieren Sie es doch mal aus, diesen geführten Prozess durchzuspielen. Passen Sie einfach auf bei den letzten paar Klicks, sonst könnte sich Ihr Kontostand sehr rapid nach oben bewegen. Aber es ist wirklich ein einfacher Prozess in 7 Schritten, den man dreisprachig, Deutsch, Französisch, Italienisch führen kann. Ebenso wurde auch die Liste der teilnehmenden Banken in den geführten Prozess integriert. Da die Bearbeitungsaufwände seitens der Banken und PwC werden dadurch auch deutlich sinken. Ich möchte Sie auch noch darauf aufmerksam machen, auf die spezifische EasyGov-Hotline. Das ist nämlich helpcenter.easygov.swiss. Das ist eine Hotline mit Elementen von Artificial Intelligence. Also Sie können dort vielleicht ein bisschen besser als das bei anderen Hotlines oder bei anderen Q&A-Dokumenten der Fall ist, können Sie da relativ schnell und relativ intelligent zu Ihren Fragen oder Antworten kommen. Das zentrale Ziel des Covid-19-Kreditprogramms war und ist, möglichst rasch, möglichst einfach, möglichst vielen KMUs zur benötigten Liquidität zu verhelfen. Ich denke, dieses Ziel ist erreicht. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, diese Liquiditätshilfe ist insofern auch etwas Besonderes oder fast schon beispiellose Kooperation mehrerer Bundesämter, vor allem im Finanzdepartement, die Finanzverwaltung, das SIF und im WBF, das SECO, zusammen mit den Banken, zusammen mit der Schweizerischen Nationalbank, zusammen mit der FINMA, zusammen mit den Bürgschaftsorganisationen, die bei uns Standortförderung angesiedelt sind, sowie mit weiteren unterstützenden Partnern in den Bereichen IT, Prozesse, Kommunikation. Und in nur weniger Tage wurde hier ein System jetzt aufgebaut, das Tausende von KMUs mit genügend Liquidität versorgen kann. Ich habe es gesagt, 6,6 Milliarden dieser 20 Milliarden sind vergeben. Selbstverständlich ist das Thema Aufstockung auf der Agenda.
Hier ist aber das Finanzdepartement Federführung. Und es hat auch Bundesrat Ueli Maurer hat von Anfang an gesagt, dass das nicht ausgeschlossen ist, eine Aufstockung. Es ist jetzt schneller ein Thema, als das vielleicht erwartet war noch vor ein paar Tagen. Besten Dank. Besten Dank, Herr Jakob. Herr Lenz ist Leiter des Krisenmanagementzentrums beim EDA. Herr Lenz. Ja, meine Damen und Herren, ich beschränke mich heute auf zwei Aufdatierungen. Die erste betrifft das App, das Travel Admin App. Hier sieht man jetzt erste sichtbare Resultate der diversen Rückkehrbewegungen, also einerseits die selbstständige Rückkehr, aber auch die organisierte. Da stehen wir neu bei 13.700 Registrierungen. Das sind doch einiges weniger als noch letzte Woche, wo wir 17.000 Registrierungen hatten. Also ein sichtbares Ergebnis, dass da diese Rückkehrbewegung auch in Gang gekommen ist und weitergeht. Die zweite Information betrifft die Flüge, die im Moment unterwegs sind. Wie Sie wissen, einer aus Cebu und Manila, der morgen Abend ankommt, und der andere aus Buenos Aires. Da werden insgesamt rund 460 Schweizer Touristinnen und Touristen zurückkehren und rund 160 Touristen aus Nachbarländern oder europäischen Staaten. Das wäre es für den Moment. Vielen Dank. Herr Brigadier Droh ist Stabschef Kommando Operationen beim VBS. Herr Droh. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'engagement de l'armée suit son cours et l'engagement de l'armée, comme du reste, tous ceux qui sont engagés dans cette crise. Je profite du reste pour saluer ce bon système que l'on a, que ce système de la milice, parce que ces miliciens sont partout, ils sont bien sûr chez nous, mais ils sont aussi dans sapeurs-pompiers, ils sont auprès des civilistes, ils sont auprès des membres des autorités communales, des petites communes, c'est souvent des miliciens. Et je pense que ce système, encore une fois, dans cette crise, ils font toujours un peu plus que la normale, mais je pense que depuis quelques semaines, ils sont vraiment, vraiment au front. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. En ce qui concerne l'armée, nous sommes donc en plein dedans avec les demandes sanitaires qui augmentent. Nous avons jusqu'à aujourd'hui environ 300 demandes qui sont arrivées. Et cette fois, on peut dire vraiment de tous les cantons. Tous les cantons ont fait des demandes, effectivement. Donc, on peut dire qu'on est engagé au niveau national. Au niveau de la sécurité, protection des ambassades ou également auprès de l'appui à l'administration fédérale des douanes, vous l'avez entendu lors du dernier point de presse de samedi, là aussi nous avons des troupes engagées. En ce qui concerne le nombre total de personnes qui sont en service d'assistance, nous sommes passés à 5600 hommes en service d'assistance. Le service d'assistance ne signifie pas que les gens sont directement engagés, mais ils sont appelés en service d'assistance. C'est donc plus gros que ce qu'on vit chaque année avec le VEF. 5600, le VEF c'est environ 5000. Engagés, effectivement, on en a plus de 1000 engagés dans la compétence sanitaire, 1000 personnes sur ces 5600, et il y en a environ 550 engagés en ce qui concerne la compétence ou respectivement la mission de sûreté. Donc on voit qu'on a environ 1500 personnes engagées. On a évidemment tous les états-majors qui sont compris dans ces 5600. Donc ça fait une grande partie de personnes engagées. Et n'oubliez jamais que ces personnes engagées doivent fonctionner en 24/7. Donc pour 1000 personnes engagées, ça fait vite souvent fois 2, fois 3. Donc c'est un calcul qu'il ne faut pas oublier. En ce qui concerne le domaine de la troupe, elle s'engage. Elle s'engage de manière volontaire. Le chef de l'armée a chaque matin un contact avec chaque commandant de compagnie. Il les appelle tous les matins pour entendre quels sont leurs soucis, quelle est la motivation et de quelle manière nous pouvons les aider, que ce soit au niveau du chef de l'armée ou du commandement des opérations. Ces jeunes sont directement au contact, on le sait, et effectivement, ça pose également des problèmes. Vous l'avez sûrement entendu dans certaines écoles, dans certains emplacements. Et j'aimerais ici vous dire que nous avons, pour le moment dans l'armée, 128 cas. Oui, 128 cas. Sur ces 128 cas, il y en a 93 qui sont sur deux emplacements. Donc nous avons sur deux emplacements 93 sur 128. Ça veut dire, et c'est effectivement pour nous une conséquence logique, que là nous allons devoir faire un effort principal, que ce soit au niveau des mesures, peut-être également de l'infrastructure. Et je pense que lorsqu'on aura ces prochaines heures, ces prochains jours, trouvé les solutions pour ces deux emplacements, on arrivera rapidement à stabiliser et rapidement, j'espère, également à diminuer le nombre de ces personnes touchées. C'est notre responsabilité, encore une fois, je l'ai dit, c'était la première phrase que j'avais dite au début
de cette crise. J'ai terminé. Vielen Dank, Herr Brigadier. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Frau Gall. Mehrere Kantone stellen nun Covid-19-Patienten aus dem Ausland Pflegebetten zur Verfügung. Herr Koch, Sie selber hielten noch vor wenigen Tagen einen Transport von Tessiner Patienten in andere Kantone für nicht sinnvoll. Ist das jetzt nicht ein Widerspruch? Vielen Dank für diese Frage. Nein, es ist nicht ein Widerspruch. Ich habe vor wenigen Tagen oder schon länger auch gesagt, dass aus dem Tessin bei Bedarf Patienten, wenn möglich nicht solche, die bereits auf der Intensivstation liegen, in andere Kantone verlegt werden können. Das sind auch einige Verlegungen geschehen von Nicht-Covid-Patienten, um das Tessin zu entlasten. Es ist so, dass wenn ein Patient bereits beatmet wird, eine Verlegung natürlich sehr viel aufwendiger ist und auch für den Patienten sehr viel weniger angenehm und gefährlicher ist. Jetzt, was die Hilfeleistung für das Ausland betrifft, ist es wirklich so, dass mehrere Anfragen an verschiedenen Kantone gerichtet wurden. Es konnten auch glücklicherweise mehrere solche Patienten in der Schweiz aufgenommen werden, ohne dass jetzt das Schweizer System irgendwie in Gefahr wäre oder irgendwie überlastet wäre. Die Kantone wurden einzeln angefragt und haben dann auch gesagt, wenn sie Kapazitäten hätten, dass sie die übernehmen könnten. So ist es auch geschehen und ich denke, das zeigt, dass eine gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn sehr wichtig ist. Wir wollen ja nicht vergessen, dass wir nicht nur eben Patienten aus dem Ausland haben, sondern noch sehr viel mehr Pflegepersonal und medizinisches Personal, das auch täglich bei uns arbeitet, um die Spitäler am Laufen zu halten. Also von dem her kann man sagen, sicher eine gute Sache. Wir werden aber in Zukunft vermehrt noch koordinieren, damit wir mit Sicherheit nicht unser System überlasten. Herr Gickrein. Toujours sur le même sujet, Monsieur Koch, on voit que les patients, c'est surtout des patients français qui sont envoyés en Suisse. Pourquoi est-ce qu'au début de la crise en Italie, la Suisse n'a pas accueilli de patients italiens? Est-ce qu'il n'y a pas eu de demande de la part de l'Italie à ce moment-là? Selon mes connaissances, il n'y a pas eu de demande. Surtout pas, alors surtout pas sur le niveau national. Est-ce qu'il y a des demandes dans le Tessin? Ça, je ne sais pas, ça s'échappe de mes connaissances. Frau Giovannola. Est-ce que vous estimez que le système de monitoring des capacités sanitaires sur le plan national fonctionne désormais à satisfaction? Est-ce qu'il est à jour? On sait que ces derniers temps, il y a des responsables de services sanitaires coordonnés qui ont fait état de certaines difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision globale, les données qui vous remontent suffisamment bien? Oui, on a maintenant des données qu'on demande. Et il vient régulièrement, ça veut dire tous les jours. Et pour le moment, le système fonctionne bien. On sait combien de cas il y a. Et comme la semaine passée, j'ai donné la chiffre, combien de gens ils étaient sous des respirateurs, ça vient de ce système. Et maintenant, c'est 285 patients sous respirateur. En Suisse. Mais en termes de lits aussi, est-ce que vous avez la vision globale vu que les hôpitaux commencent à s'échanger entre guillemets des patients ou qu'on prend des patients de l'étranger? Oui, on a aussi, je ne l'ai pas ici les chiffres parce que c'est une autre feuille, mais oui, on a toutes les données qu'on demande. Bien sûr, on adapte tout le temps encore un peu, mais pour la gestion qu'on a besoin au niveau national, on a toutes les données bien complètes. Frau Imboden. Ich habe auch eine Frage zu diesem Thema, nämlich die Zahl der Intensivpflegeplätze in der Schweiz. Die Frage ist, könnten Sie diese in kurzen Abständen regelmäßig publizieren, damit die Bevölkerung einschätzen kann, wie dringlich die Lage ist, nämlich an der Zahl der zur verfügbar stehenden Intensivpflegeplätze
und wie viele auch, also wie viele insgesamt, wie viele belegt und wie viele auch zusätzlich geschaffen werden. Das wäre auch ein Maß zum sehen, wie das die Krise gemanagt wird. Wäre das möglich? Und dazu auch eine Frage an Herrn Droh. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde am Anfang auch gesagt, dass die Armee eine solche Statistik zusammenführen möchte oder sollte. Ist das jetzt geschehen oder wo steht das Projekt? Danke. Also ob wir die Zahlen des KSD, des Koordinierten Sanitätsdienstes, so veröffentlicht werden, das werden wir mit dem Koordinierten Sanitätsdienst zusammen anschauen und diskutieren. Was wir jeden Tag anschauen, ist, dass wir es jeden Tag in der Taskforce anschauen. Also wir schauen diese Zahlen schon an und ich kann Sie versichern, im Moment sind die Kapazitäten ausreichend. Jetzt ist es ein bisschen schwierig zu sagen, das sollte man ganz öffentlich, ganz transparent machen, weil die Unterschiede zwischen den Kantonen recht groß sind und wir jetzt nicht unbedingt dort korrigierend eingreifen möchten in die Kantonen, aber wir werden das studieren und schauen, wie wir das, was und wie man das publizieren kann. Das, was die Armee anbelangt, Herr Koch hat schon teilweise beantwortet, weil er hat von KSD gesprochen. Und der Mix, der gemacht ist, ist, dass der Person, die KSD ist, ist in gleicher Zeit auch der OFAZ, sprich der obere Verantwortliche für das, was Medizin in der Armee. Das ist die gleiche Person. Für das haben wir enge Zusammenarbeit zwischen dieser gleichen Person, die diese Ziffern gibt. Aber die Ziffern gehen in BRG und der BRG muss oder wird oder benutzt diese Ziffern so, wie sie das in diese Verantwortung denken, richtig ist. Ist nicht das bei uns zu machen. Herr Lenz. Ja, eine Frage an Herrn Koch. In Österreich wird in diesen Stunden oder diesen Tagen eine partielle Maskentragepflicht eingeführt. Man darf Supermärkte künftig nur noch mit Masken betreten. Die Frage, ist das auch für die Schweiz möglich? Haben wir genügend Masken oder ist das eine sinnlose Maßnahme? Also Sie verstehen sicher gut, dass wir Maßnahmen in anderen Ländern nicht kommentieren in Bezug auf ihre Qualität. Im Moment haben wir diese Maßnahme in der Schweiz nicht vorgesehen. Ob wir sie in Zukunft einmal vorsehen werden, das ist noch offen. Es hängt selbstverständlich auch davon ab, ob genügend Masken vorhanden sind. Im Moment gibt es genügend Masken in der Schweiz, aber wir werden das sicher noch im Detail diskutieren. Herr Zeller. Wegen den Beatmungsgeräten, Sie haben ja am letzten Samstag, glaube ich, gesagt, 280, das wäre die neue Zahl gewesen. Wie ist das jetzt, vor allem im Tessin, gibt es genügend Beatmungsgeräte? Wir wissen, heute hat der Cassis sogar zwei neue Beatmungsgeräte ins Tessin gebracht, also nicht er selber, aber... Und vor allem auch die Hamilton, also diese Produktion in der Schweiz, genügt diese oder nicht? Ja, also was ich vorher gesagt habe, das ist die Zahl der Beatmeten, also diese 286, letzte Woche waren es 280 Patienten, die an Beatmungsgeräten lagen. Es gibt natürlich in der Schweiz sehr viel mehr, also die Kapazität ist bei weitem nicht ausgeschöpft und soweit mir, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht dabei, aber soweit mir ich informiert bin, gibt es auch im Tessin noch genügend freie Plätze mit Beatmungsgeräten. Frau Nowak. Eine Frage an Herrn Koch. Sie haben gesagt, im Moment ist eine Maskentragepflicht kein Thema, möglicherweise für die Zukunft. Wäre es denn eventuell oder eine Empfehlung, Masken zu tragen, wäre möglicherweise für die Zukunft ein Thema. Wäre es eine Möglichkeit, das als Teil einer Ausstiegsstrategie aus den jetzt doch ziemlich strikten Maßnahmen in Erwägung zu ziehen? Oder ziehen Sie das als eine Möglichkeit in Erwägung? Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil nach wie vor gibt es keine gesicherte Evidenz, dass das Maskentragen in der Öffentlichkeit wirklich einen größeren Schutzfaktor
darstellt. Und von dem her ist das mit in Betracht zu ziehen. Also wenn man sagen würde, man würde irgendeine Maßnahme fallen lassen und dafür eine Maskenempfehlung einzuführen, müsste man dann schon sehr genau wissen, dass dieses Maskentragen dann auch den gleichen Schutzfaktor erreicht wie die übrigen Empfehlungen. Herr Guillaume? Oui, Monsieur Koch, une question sur la progression des cas. Vous avez dit qu'elle était stable. Quand faut-il attendre concrètement le pic de l'épidémie? Voilà, ça c'est une question que je ne peux pas répondre, surtout pas avec satisfaction. Je ne le sais pas quand on aurait le pic. Si je dis stable, ça veut dire ces derniers jours, on a plus ou moins toujours le même nombre de nouveaux cas en Suisse par jour. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour atteindre le pic? Ça, c'est très, très difficile à prévoir et on va discuter cette question aussi plusieurs fois, certainement pas seulement une fois, avec les autres épidémiologues dans le pays. Mais est-ce qu'on peut dire, malgré tout, que la progression exponentielle est stoppée? Elle n'est pas stoppée, mais elle est ralentie, ça on sait, oui. Frau Facki? Ich habe noch eine Nachfrage zu dem leidigen Thema Schutzmasken. Ich hoffe, das Pflästerli an Ihrer Stirn ist nicht Ausdruck davon, dass Sie so gefrustet sind über unsere Fragen, die jedes Mal wieder dazu kommen. Sie haben eben gesagt, im Moment gäbe es genug Schutzmasken, also für Gesundheitspersonal und Erkrankte, nicht genug, dass man sozusagen jeden Haushalt damit eindecken könnte. Das ist richtig und das Pflästerli ist, weil ich in eine Türe hineingelaufen bin und überhaupt nichts mit Fragen und Frust zu tun. Können Sie also beruhigt sein. Herr Lanz. Ja, mich nehme Wunder, was das BAG oder der Bund insgesamt momentan auf seiner Einkaufsliste drauf hat. Wir wissen ja, dass Beatmungsgeräte beschafft werden. Wir wissen, dass Schutzausrüstung uns ist zu Ohren gekommen, dass auch zum Beispiel eine große Lieferung Defibrillatoren gekauft wurde. Was sonst noch? Was können Sie da auch betragsmäßig sagen, was das den Steuerzahler kostet? Das ist eine sehr gute Frage und den Betrag kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das müssten wir zusammenstellen und dann einmal bringen. Aber ich glaube, das wäre dann eher eine Frage für den Bundesrat. Was auf der Einkaufsliste ist, im Moment alles, wo wir das Gefühl haben, es würde in den nächsten Monaten zur Mangelware werden, versucht man natürlich, die Versorgung in der Schweiz sicherzustellen. Also das sind nicht nur Masken, das betrifft zum Teil auch Medikamente, das betrifft im Moment ziemlich breit recht viele Produkte, die wir anschauen und wo wir uns vorstellen, dass es eventuell Probleme geben könnten. Ob dann alles gekauft wird, von wem gekauft wird, ob dann das wirklich alles am Schluss Steuergelder sind, das ist noch offen. Also kann man das irgendwie benennen, was das momentan angeschaut wird? Ja, also da wird von Impfstoff über eben Schutzmasken alle sehr viele verschiedene Items angeschaut, also auch Medikamente, alles, was im Moment auftaucht, dass es vielleicht plötzlich fehlen könnte. Bitte. Inzwischen ist bekannt geworden, dass das BAG ein wissenschaftliches Gremium einberufen wird zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Können Sie schon Angaben dazu machen, wer da Einsitz nehmen wird, beziehungsweise Forscher aus welchen Fachgebieten? Also im Detail, diese Kommunikation wird, glaube ich, erst gleich heute veröffentlicht. Im Detail habe ich jetzt da keine Liste der Namen dabei. Es sind sicher dabei Epidemiologen und andere Wissenschaftler im Bereich auch des Datenmanagements. Und es ist ein Gremium, das beratend sein wird, also es wird nicht unsere Verantwortung übernehmen. Frau Imboden.
Ich habe zwei Fragen an Herrn Koch, die sich aus Zuschriften von Senioren an unsere Redaktion ergeben. Da ist offenbar die Verunsicherung relativ groß, weil es gibt ja diese stündlichen Aufrufe, zu Hause zu bleiben, nicht auszugehen, besonders ab einem gewissen Alter. Und da möchten Sie von Herrn Koch hören, dürfen Sie noch hinaus an die frische Luft spazieren gehen? Was ist da genau die Empfehlung an Sie? Und die zweite Frage betrifft Kontakt mit den Enkelkindern. Da haben Sie offenbar auch gehört, dass Herr Koch in der letzten Woche ein paar Mal gesagt hat, dass es nicht ganz sicher ist, ob die Kinder wirklich so starke Überträger der Krankheit sind. Und in dem Sinn möchten Sie wissen, ob Sie mit Ihnen, wenn auch mit nötigen Abständen, noch Kontakt oder wieder Kontakt haben dürfen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Fragen. Ich verstehe diese Bedenken vor allem von älteren Personen in der Schweiz sehr gut. Es ist eine Empfehlung und die Empfehlung ist vor allem dahin zu verstehen, dass sich die Älteren nicht irgendwo hinbegeben, wo sie mit anderen Personen in Kontakt kommen oder in Kontakt kommen. Also wenn sie alleine oder zu zweit, also mit ihrem Partner oder der gleichen Person, die im gleichen Haushalt lebt, einen kurzen Spaziergang in der Sonne machen, dann ist das sicher gut. Jetzt ist es wieder ziemlich kalt, also warm anziehen. Ansonsten, was ich auch sehr empfehlen kann, ist, dass die Leute auf dem Balkonen Turnübungen machen oder innen Turnübungen machen. Es ist für die ältere Generation wichtig, dass sie sich bewegen. Also es ist nicht eine Aufforderung, sich nicht zu bewegen, ganz im Gegenteil. Jetzt, was die Kinder anbetrifft, es ist wirklich so, dass die Kinder sehr wenig betroffen sind von dieser Krankheit und da sind wir einmal froh. Es ist aber sicher nicht so, dass die Kinder gar nie erkranken. Es gibt sicher Kinder und das sehen wir auch in den Zahlen, die erkranken, sind einfach sehr wenige. Und da man ja einem Kind nicht ansehen kann, ob es jetzt das Virus überträgt oder trägt, selbst wenn es selten ist, muss man wirklich darauf bestehen, dass die ältere Generation, also die Großväter und Großmütter, wirklich Abstand halten zu den Enkeln. Und es ist ja dann sehr schwierig, wenn das in der gleichen Wohnung geschehen soll. Also bitte lieber wirklich mit richtigem Abstand vom Balkon aus, von der Gartentüre aus, ist sicher sicherer und besser. Und auch für die Kinder sicher besser verständlich. Frau Gall. Was ist mit den Selbstständigen, die nach wie vor durch das Hilfsprogramm des Bundes fallen, die da nicht profitieren können? Da gibt es nach wie vor sehr viele. Herr Jakob, was ist der Stand der Dinge? Ja, besten Dank für diese Fragen. Selbstständige Erwerbende, die jetzt nur allenfalls sekundär betroffen sind durch Maßnahmen, durch eigentlich sanitarisch verordnete Berufsverbote, sind bisher noch nicht, werden noch nicht unterstützt durch die Maßnahmen jetzt der Kollegen von der Direktion für Arbeit im SECO. Diese Fragen sind aber auf dem Radar, sie stehen zur Diskussion, sie sind x-fach immer wieder vorgebracht worden. Sie können versichert sein, dass hier der Bundesrat zum gegebenen Zeitpunkt auf diese Fragen eingehen wird und auch eine Antwort geben wird. Also man hat uns vor zwei Wochen schon Antworten versprochen, also sind Sie immer noch dran? Also ich denke, es war wichtig, dass zunächst mal die ganzen Systeme, die Unterstützungssysteme mit der Kurzarbeitsentschädigung, mit der Erwerbsersatz, Corona-Erwerbsersatz und auch die ganzen Kreditprogramme, dass die anlaufen konnten. Diese Lücken, wir mussten auch zuerst gewisse Erfahrungen sammeln, wo die Lücken sind. Sind da Lücken vorhanden? Es ist nicht ganz einfach. Stellen Sie sich vor, diese jetzt mal nicht direkt von einem Berufsverbot belasteten Selbstständigen. Da hat es Taxifahrer dabei, da hat es Physiotherapeutinnen dabei, da hat es Zulieferer im Gastro-Hotelbereich dabei, da hat es aber auch Zahnärzte dabei, die jetzt auch keine Kunden mehr haben, da hat es Ärzte dabei. Also das sind Anwälte, das ist eine ganze Bandbreite von möglichen Fällen und da eine saubere quasi Lösung hinzubekommen,
ist relativ anspruchsvoll, aber eben wie gesagt, ich kann Ihnen versichern, die Kollegen von der Direktion für Arbeit sind da dran. Danke, Frau Giovannola. Toujours une question en lien avec l'économie. Est-ce qu'il y a un plan de sauvetage sectoriel qui est prévu pour le secteur aérien? Das wäre eine Frage, die eigentlich an dem Finanzdepartement zu richten wäre, das ans Finanzdepartement gelangen, auch die Fragen. Also wir haben ja in unserem Liquiditätshilfe, haben wir ja die Fälle bis zu 20 Millionen, also Umsatz 500 Millionen. Und die Fälle, die darüber sind, also die großen Firmen, die Liquiditätsprobleme haben, die müssen einzeln angeschaut werden. Und da möchte ich auch bitten, solche Fälle sollten dem Finanzdepartement vorgelegt werden, der Finanzverwaltung. Est-ce que vous savez quand même s'il y a des discussions qui sont déjà en cours à ce propos? Oui, naturellement, on a des discussions en cours. Il y a même une groupe de travail installée sur ces questions. Des questions qui portent sur quoi précisément? Les questions qui portent sur des entreprises dans des difficultés de liquidité d'une grande échelle. Alors les cas comme Swiss ou des autres grands cas qu'on entend maintenant, et on a aussi eu dans la presse du week-end, on a eu quelques autres cas qui sont assez graves, mais ces cas, il faut les traiter séparément et individuellement. Danke. Herr Lenz. Ja, nochmal eine Frage an Herrn Koch. Uns ist der Fall eines Unternehmens bekannt, eines größeren Unternehmens in der Schweiz, das praktisch alle seiner Mitarbeiter einem Covid-19-Test unterziehen will. Das letzte Mal, dass ich Ihnen eine solche Frage gestellt habe, waren die Testkapazitäten noch nicht ausreichend groß. Wie beurteilen Sie das heute, wenn ein Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern quasi eine volle Stichprobe macht? Was hält das BAG von dieser Praxis? Ja, das ist relativ schnell beantwortet. Das ist keine gute Idee. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben zwischen 2 und 14 Tagen Inkubationszeit. Das heißt, von dem Moment, wo Sie angesteckt sind, bis dass Sie erkranken, geht eine gewisse Zeit. Und in der Inkubationszeit können Sie das Virus im Körper nicht nachweisen. Das heißt, Sie wissen nachher genauso viel, wie Sie vorher wussten. Sie wissen nicht, ob die Leute nicht schon angesteckt sind. Und deshalb ist das im Prinzip im Moment sicher keine gute Idee. Danke, Herr Zeller. Eine Frage an Herrn Jakob. Letzte Woche, wenn ich mich richtig daran erinnere, hat Herr Zürcher gesagt, es gab innerhalb 10 Tage 12.000 Neuarbeitslose und 17.000 Stellensuchende. Hat sich die Situation noch weiter verschlimmert? Und wenn ja, wie ist das zu interpretieren? Die Unternehmen oder die Firmen, die bekommen ja Hilfe. Also heißt das, ja, sie bekommen Hilfe, aber sie entlassen trotzdem viele Leute. Also ganz wichtig ist hier zu sagen, dass natürlich die Kurzarbeitsentschädigung, dass das massiv stärker anwächst als Arbeitslosenzahlen. Also das ist ein sehr großer Unterschied und das ist eigentlich auch, war das Ziel auch der Übung dieser Kurzarbeitsentschädigung, dass eben die Firmen die Leute behalten und Kurzarbeit beantragen und nicht entlassen. Ich habe hier eine Zahl, die ich Ihnen geben kann. Zurzeit sind wir bei 132.660 Arbeitslosen. Das ist eine Arbeitslosenquote von 2,9%. Ich glaube, die letzte Zahl, die von der Direktion für Arbeit, von den Kollegen publiziert wurde oder gesagt wurde, das war bei 2,8%. Stellensuchende sind wir auf 208.527. Zurzeit. Herr Hässler. Ich habe eine Frage an Herrn Koch von unserem Statistikspezialisten. Er fragt, es gibt in der Schweiz rund 6.000 bis 8.000 Prävalenztests. Würde es sich allenfalls lohnen, 1.000 davon pro Tag bei zufällig ausgewählten Personen anzuwenden, um ein besseres Datenbild zu erhalten, um diese Maßnahmen auch besser begleiten zu können? Haben Sie die Kapazitäten dafür? Ja,
die Kapazitäten würde es jetzt sicher geben, aber ob das jetzt so eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Schlussendlich haben wir ja einige sehr klare Zahlen, die uns zeigen, ob wir mit unserem Ziel vorankommen. Und das Ziel heißt, Risikopatienten schützen und das Gesundheitssystem an einem guten Funktionieren erhalten. Und das können wir im Moment mit unseren Zahlen. Und alles, was in die Zukunft kommt und wo wir dann noch besseres Zahlenmaterial brauchen, werden wir sicher angehen. Also jetzt eine breit angelegte Studie, zufällig ausgewählte Leute zu testen, ich denke, das ist nicht sehr zielführend. Das kann sich dann ändern, wenn einmal serologische Tests auf dem Markt sind, also wenn man die Antikörper bestimmt und schauen kann, ob jemand schon angesteckt ist oder nicht. Ich möchte aber hier betonen, diese Tests sind noch nicht da. Die haben wir noch nicht und es nützt jetzt auch nicht, wenn die Leute überall herumtelefonieren und sagen, ich will so einen Test, er gibt es einfach noch nicht. Sobald es dann diese Tests gibt, werden wir das auch sagen. Frau Faki? Nochmal eine Frage an Herrn Koch. Sie haben vorhin die Sotomo-Umfrage angesprochen und gesagt, eigentlich die Leute wissen, worum es geht. Jetzt haben Sie aus den Daten, die Ihnen die Swisscom zur Verfügung stellt, vom Wochenende vielleicht bestimmte, also stützen die Daten der Swisscom die Ergebnisse der Sotomo-Umfrage oder war es doch so, vielleicht, dass am Wochenende an einem oder anderen Ort vielleicht größere Menschengruppen aufeinander waren als wünschbar? Also wir werden die Swisscom-Datenanalyse, also es ist die Analyse, die wir von Swisscom bekommen und nicht die Daten, werden wir diese Analysen sicher dann bekannt machen, sobald wir die im Detail auch studiert haben. Ich sage es Ihnen ehrlich, es hat eine Person im BAG Zugriff auf diese Analysen und diese Person bin nicht ich. Also ich kann es Ihnen nicht sagen, wie es übers Wochenende ausgesehen hat. Frau Nowak? Also ich hoffe, dass jetzt wegen dieser Frage nicht dann ein weiteres Pflaster anbringen müssen, aber ich möchte doch noch mal zu den Masken nachfragen. Also Sie haben gesagt, es seien im Moment genügend vorhanden, ausreichend. Für wofür genau ausreichend und für wie lange? Und dann auch noch zu den Masken. Dürfen Apotheken von ihren Kunden verlangen, dass die eine Maske anziehen und die dann auch noch für 3 Franken verkaufen? Das wird so gehandhabt in einer Apotheke aktuell. Also das zweite Beispiel finde ich jetzt ein bisschen problematisch. Wenn sie ihnen die Maske gratis abgeben, dann würde ich sagen, ist das absolut kein Problem. Sie dazu noch zur Kasse zu beten, finde ich jetzt doch ein bisschen problematisch. Wenn es sich um kranke Personen handelt, die in die Apotheke gehen, wäre es noch einigermaßen verständlich, aber das so generell finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Die Frage, ob wir genügend Masken haben, ja, wir haben im Moment genügend Masken, sowohl für das Pflegepersonal wie für alle die Leute, die Masken brauchen, um mit Risikogruppen zusammenzuarbeiten. Also es geht da vor allem um Spitäck-Personal, um das Personal in den Altersheimen, das Personal in den Pflegeheimen. Für diese Leute gibt es im Moment genügend Masken und auch für genügend Zeit im Moment. Also es ist nicht ein Stock, der jetzt nur für ein paar Tage vorhanden ist. Aber wie ich schon mal gesagt habe, der Maskenverbrauch in der Schweiz ist ziemlich groß. Also zwischen 1 und 2 Millionen Masken brauchen wir jetzt schon täglich. Und jetzt können Sie sich, es gibt auch eine Berechnung, wie viele Masken wir bräuchten, wenn wir die ganze Bevölkerung mit Masken versorgen würden. Und das sind dann enorme Zahlen. Also diese Masken gibt es noch nicht. Herr Lanz. Ja, mich nehme noch wunder, wo momentan die Ansteckungen herkommen. Wir sind ja doch schon jetzt ein paar Tage in diesen Maßnahmen drin. Was ist es? Sind die Leute bei der Arbeit, die sich anstecken? Ist man im Spital, steckt sich an? Ist es beim Einkaufen? Oder sind es Leute, die Maßnahmen halt nicht befolgen, die jetzt noch krank werden? Wo holen sich die Leute die Krankheit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das fragen wir uns auch immer wieder, oder? Aber es ist natürlich so bei jeder Epidemie, bei einem Virus, das so übertragen wird wie dieses Virus, das zu den Erkältungsviren gehört, da kommen auch bei guten Vorsichtsmaßnahmen und auch wenn die Leute sich richtig verhalten, kommt es immer wieder zu Ansteckungen. Also es ist nicht so, dass man diese Ansteckungsrate einfach so mal auf null herunterbringt. Und selbst wenn man dann ganz drastische Maßnahmen treffen würde, würde das nicht einfach auf null heruntergehen, weil in jeder Gesellschaft und vor allem auch in einer freien Gesellschaft, wie es die Schweiz ist, es halt immer Kontakte geben, wo Viren übertragen werden können. Herr Gesser? Oui, la question soulevée ce matin par la NZZ et le Tagesanzeiger sur le statut des travailleurs vulnérables qui pourraient ou pas devoir aller travailler selon l'ordonnance 2 et le fait qu'elle a été modifiée. Est-ce que des discussions sont en cours à votre connaissance pour clarifier ce statut, cette situation pour les travailleurs vulnérables, Monsieur Jacob? Ma connaissance, je peux noter cette question. J'ai pas des informations sur cette question, mais je vais volontiers noter cette question. Je sais pas si je peux vous adresser directement avec une réponse. Un email, par exemple, ouais. Oui. Sur l'ordonnance, je peux vous dire que oui, les discussions sur cet article sont en train. Pour clarifier. Pour clarifier. Herr Guillaume. Oui, Monsieur Koch, parmi les 5 cantons suisses les plus touchés par le virus, il y a 3 cantons romands. Comment vous expliquez ces différences régionales? Oui, des vagues épidémiques, souvent, ils se bougent un peu d'un endroit à l'autre. Et comme on sait qu'il y a eu des grands foyers aussi de cette épidémie en France et en Italie, ça explique... au moins une grande partie que ces deux régions sont plus touchées que le reste de la Suisse. Herr Kikre. Une question à M. Koch. Lorsque la France communique le nombre de ses décès, elle dit toujours de décès enregistrés à l'hôpital. Et je voulais savoir en Suisse, qu'est-ce qu'il en était? Est-ce que c'est aussi des décès enregistrés à l'hôpital ou est-ce qu'on a le total des décès aussi peut-être dans les homes ou d'autres structures? C'est une très bonne question. Il y a une obligation de déclaration de décès chez nous. Et ça, c'est ces décès qu'on compte. Bien sûr, une partie sont dans les hôpitaux, mais une autre partie viendrait des médecins qui déclarent ces décès. Les détails, je ne les ai pas. Je pense qu'on ne les a pas encore analysés. Je ne suis même pas sûr qu'on pourrait l'analyser dans ce sens-là. Mais c'est des décès déclarés à cause d'une infection du coronavirus. Je peux déjà annoncer qu'il y a aussi des autres possibilités de mesurer les décès dans des épidémies. C'est la surmortalité. Ces analyses, on va les aussi faire, mais elles ne sont pas encore prêtes. Herr Altermatt. Das BAG hatte schon mehrfach gesagt, man arbeite, Zitat, an einer Strategie für die Zeit nach dem Peak. Mich würde interessieren, welche anderen Ämter, Departemente da noch involviert sind und ob es sich bei dieser Strategie um eine rein epidemiologische Frage handelt. Ja, wir arbeiten immer noch daran. Es ist nicht eine reine epidemiologische Frage, sondern es ist am Schluss eine Frage der öffentlichen Gesundheit. Also das schließt alle anderen Fragen auch ein. Es ist im Moment im Departement des Innern, wo das erarbeitet wird und finalisiert wird. Und zu gegebenem Zeitpunkt wird man darüber sicher auch kommunizieren. Frau Imboden. Herr Jakob, Sie haben gesagt, dass das SECO die Hilfsmaßnahmen analysiert und auch schaut, wo es Lücken hat, wo es Berufsgruppen hat, die kein Anrecht haben im Moment auf Wirtschaftshilfe.
Wie sieht es aus bei den Kulturschaffenden? Gibt es dort solche Gruppen und wenn ja, welche? Sie kennen ja wahrscheinlich das Programm, das Unterstützungsprogramm, das BAK, Bundesamt für Kultur, wo verschiedene Kategorien von Unterstützungsmaßnahmen vorhanden sind, dort auch à fonds perdu, weil man dort natürlich bei diesen gemeinnützigen Non-Profit-Vereinen nicht davon ausgehen kann, dass ein Umsatz erzielt wird, der dann irgendwo als Berechnungsgrundlage wäre für eine für eine Liquiditätshilfe. Also das sind wirklich so die Non-Profit-Vereine, wo auch à fonds perdu Beiträge gesprochen werden können. Es sind auch Künstler, die werden persönlich unterstützt. Wo das Programm jetzt zurzeit steht, nach meinen Informationen wird das jetzt demnächst in den nächsten Tagen anlaufen. Ich kann es Ihnen aber nicht genau sagen, auf den Tag genau. Das ist eben in der Verantwortung des EDI, des Departements des Innern, und dort beim BAK, bei der Kultur, angesiedelt. Frau Gall? Alle warten jetzt auf diese Bluttests, um eben die Immunitäten oder die Dunkelziffer auch abzuklären. Wie wird in der Schweiz entschieden, welche Bluttests da jetzt gut genug sind, um eingesetzt zu werden? Also im Moment ist es so, dass vor allem die Forschungsgemeinde, also alle, die Forschung betreiben, jetzt Projekte aufstellen, um zu schauen, wie sie diese Tests anwenden können, weil im Moment gibt es diese Tests auf dem freien Markt noch nicht. Und mit den Erfahrungen dann aus der Forschung kann man dann auch vielleicht eine Strategie entwickeln, wie diese Tests dann breiter eingesetzt werden und welche Tests wirklich sinnvoll sind und welche nicht. Ist das Bundesamt für Gesundheit involviert in diesem Prozess? Ja, wir sind da involviert. Herr Bettig? Ja, eine Frage an Herrn Jakob. Gibt es regionale Unterschiede bezüglich der Anfragen für finanzielle Hilfe? Kann man da Unterschiede zwischen den Regionen erkennen, welche Regionen mehr betroffen sind als andere? Ja, das kann man im Fall der Kurzarbeit, der beantragten Kurzarbeit. Dort ist ganz eindeutig das Tessin leider Spitzenreiter. Dort sind eigentlich die beantragten Kurzarbeiten, das betrifft schon bereits fast 40% der Beschäftigten im Tessin. Im schweizerischen Durchschnitt sind es noch ein bisschen weniger, sind es 15,6%. Es gibt aber auch Kantone, die haben eigentlich schon einen Anteil von 20% Kurzarbeit Anträge. Ich habe keine Unterlagen, was jetzt die Feinverteilung betrifft. Eben das Tessin sticht heraus sicher. Was die Liquiditätsprodukte betrifft, dort haben wir bis jetzt keine Angaben, wie das sich verteilt geografisch über die Schweiz. Aber das ist auch noch etwas, was ohnehin brauchen wir hier auch bei der Liquiditätsunterstützung, bei der Liquiditätshilfe, brauchen wir noch genauere Auswertungen. Das System, Sie müssen sich so vorstellen, dass das Covid-EasyGov-System ist das eine und das IT-System der Bürgschaftsorganisation im Namen Janus das andere. Jetzt erst seit der geführte Prozess installiert werden konnte, kann man diese beiden Systeme verknüpfen. Aber eigentlich so die ganzen Anträge und Kreditvereinbarungen, die eingegangen sind, die letzten Tage, diese rund 30.000, das muss eingepflegt werden vom einen System ins andere. Und dort werden wir dann, wenn das der Fall ist, werden wir auch genauere Angaben haben. Diese Angaben interessieren uns natürlich auch sehr, insofern als wir Betrugsfälle, Missbrauchsfälle dann besser feststellen können anhand der UID, der Unternehmensidentifikationsnummer.
Vielleicht zu diesem Thema Missbrauchspotenzial ist auch so, dass wir mit der eidgenössischen Finanzkontrolle das besprochen haben, dass die Daten, die dann mal eingepflegt sind ins Janus-System, dass die von der eidgenössischen Finanzkontrolle gekreuzt werden mit anderen Daten, wo die EFK Zugriff hat, nämlich beispielsweise mit Mehrwertsteuerdaten, um auch nachvollziehen zu können, ob die Umsatzangaben, die jetzt die Unternehmen in diesen Kreditvereinbarungen reinschreiben, ob die auch richtig sind und stimmen. Frau Giovannola. Monsieur Corr, est-ce qu'il y a des recommandations pour les tenues de protection pour les personnes qui travaillent aux soins intensifs auprès de personnes intubées en termes de masques, de type de masque, de type de tenue protection du corps? Est-ce qu'il y a des directives générales? Et puis, question complémentaire, est-ce qu'on a une statistique des soignants contaminés? Est-ce qu'ils sont plus touchés que les autres? Pour la deuxième question, non, on n'a pas une statistique spécifique pour les soignants. Peut-être plus tard, on aurait, quand on a assez de retours, de déclarations des médecins, mais pour le moment, c'est trop tôt et on l'a pas. Et bien sûr, pour la protection des gens dans les différentes tâches dans les hôpitaux, il y a des recommandations ou des directives très précises du part de Suisse Nosso. Suisse Nosso, des spécialistes. Qui ont mis tout sur Internet aussi et qu'on les soutient là-dedans. Herr Lenz. Frage an Herrn Koch. Wir haben gelesen, dass in den USA General Motors beauftragt wird, Beatmungsgeräte zu produzieren. Ist das in der Schweiz auch möglich, dass quasi branchenfremde Unternehmen das machen und werden die Bestimmungen und Vorschriften für die Produktion von Medizinalprodukten allenfalls gelockert, um das zu ermöglichen, also namentlich auch für Beatmungsgeräte? Also namentlich für Beatmungsgeräte meines Wissens nicht. Und die Schweiz hat ja einen der größten Produzenten von solchen Beatmungsgeräten. Von dem her ist jetzt nirgends angedacht, dass man jemanden fragen müsste, solche Geräte zu bauen in der Schweiz. Generell werden die Bestimmungen für Medizinalprodukte überprüft im Einzelfall, weil es jetzt auch Produkte gibt, die importiert werden können, die aber keine CE-Zertifizierung vorweisen, weil es einfach noch nicht gibt. Und deshalb, das wird angeschaut. Können Sie da ein Beispiel nennen, wo Sie Lockerungen erwägen? Ja, nicht Lockerungen, sondern dass man Alternativen anschaut. Zum Beispiel, wenn man Masken importiert, die nicht CE-zertifiziert sind, weil der Hersteller nie eine CE-Zertifizierung angestrebt hat in der Vergangenheit, muss man sicherstellen, dass die Qualität dieser Masken auch okay ist und da muss das geprüft werden. Herr Zahler. Una domanda al signor Dro, se ho capito bene ci sono 128 casi positivi nell'esercito, 93 dei quali concentrati in due posti. Quali sono questi due posti e poi gli altri soldati che sono assieme a questi 93 sono stati messi in quarantena? E se sì, quanti sono questi soldati? Grazie della domanda, sì, i due posti sono quello che abbiamo già annunciato da un po' di tempo, è la scuola sanitaria. Scuola sanitaria che ha 73 casi e che ha più o meno 400 persone in quarantena. Bisogna vedere che la quarantena è stata fatta in modo previsionale, che tutte queste persone sono anche, seguono le istruzioni, così che assicuriamo anche che la preparazione sia poi al buon momento disponibile. Il secondo caso che abbiamo, dove abbiamo molte persone che sono toccate, è l'infanteria, una scuola di infanteria dove abbiamo 20 casi e 78 in quarantena. Dunque si vede anche qua quello che è stato detto prima fra la Suisse romande e il Ticino, sono ancora una volta questi due posti a livello geografico che sono più toccati che gli altri, sì. Ma questo non può essere un problema poi anche a livello appunto di militari, che comunque sono tanti quelli che sono pronti anche a entrare in servizio. Magari qua ci vorranno ancora più militari di quelli che sono stati previsti. Sì, noi calcoliamo adesso con una quota più o meno di 20%,
che possiamo, diciamo, utilizzare, che sia nelle vacanze, nei congedi, quando sarà il caso, che sono effettivamente toccati in quarantena, quelli che non possiamo ingaggiare direttamente perché devono riposarsi, cioè su 100 persone più o meno 20% che sono al di fuori, diciamo, della missione. Sì. Herr Lanz. Ich hätte eine Frage an Herrn Lenz, und zwar zu den Zahlen der Rückkehrer. Da wurden am Wochenende verschiedene Zahlen herumgeboten, irgendwie am Samstag etwas mehr und dann am Sonntag immer ein bisschen weniger. Wie sind wir Stand jetzt? Wie sind wir Stand rein von den Zahlen her, wie viele jetzt noch geplant sind? Und da möchte ich gleich noch die Anschlussfrage: Wie sind aktuell diese Verhaltensempfehlungen oder sogar Anweisungen für Zurückgekehrte? Da gab es Leute, die haben gesagt, ja, ob ich jetzt in Quarantäne muss oder nicht, ich weiß es nicht. Wie ist da aktuell der Stand? Also für den zweiten Teil würde ich dann gerne an Herrn Koch verweisen. Das ist sein Spezialgebiet. Bei den Zahlen ist es in der Tat so, dass etwas widersprüchliche Zahlen kommuniziert worden sind. Das stammt daher, dass wir einerseits die genauen Zahlen haben, was Schweizer Touristen auf den von uns organisierten Flügen betrifft. Aber da wissen wir genau, wie viele Schweizer, wie viele Deutschen, wie viele Belgier und so weiter da mitgeflogen sind. Dann gibt es aber eben noch die Flüge, wo wir facilitiert haben, also wo das EDA durch eine Intervention in Marokko zum Beispiel gewisse Flüge ermöglicht hat und zum Teil sogar größere Kapazitäten eingekauft hat. Und da sind die Zahlen ein bisschen, können wir nicht genau sagen, was unser Beitrag war. Deshalb sind da Zahlen eingeflossen, die eher so ein bisschen eine Schätzung sind. Das sind die 1400. Ich denke, wir werden jetzt diese Zahlen klären und dann klar kommunizieren, wie viele wir wirklich ganz explizit durch die Charterflüge zurückgebracht haben. Sonst wird es immer ein Dilemma geben. Ja, zur Frage der Quarantäne, es ist eine recht schwierige Frage, weil als wir die ersten Rückführungen hatten, waren das ja Personen, die ganz klar aus Quarantänegebieten in die Schweiz zurückgeflogen wurden, und da wurde eine amtlich verordnete Quarantäne von 14 Tagen verordnet. Bei den jetzigen Rückflügen ist es nicht mehr so klar. Also die meisten kommen jetzt aus Gebieten, wo zwar das Virus mehr oder weniger zirkuliert, wo man mehr oder weniger weiß, wie das, und deshalb ist auch keine amtlich verordnete Quarantäne mehr vorgesehen, auch nicht denkbar. Und die Empfehlung, 10 Tage in Selbstquarantäne zu sein, ist eine reine Empfehlung. Also müssen die Leute ein bisschen selber abschätzen, ob das bei ihnen Sinn macht, ob sie jetzt aus einem Gebiet kommen oder aus einer Situation, wo sie sich vielleicht angesteckt hätten, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll. Darf ich kurz nachfragen, warum bleibt es bei einer Empfehlung? Weil man einfach nicht mehr mit Sicherheit sagen kann, dass jemand aus einem Gebiet kommt, wo er ein hohes Ansteckungsrisiko trägt. Und wir ja auch Leute haben, die sonst über die Grenze kommen, aus Hochrisikogebieten, und da gilt eigentlich die Empfehlung, wie die für alle Schweizer gelten: Sobald sie Symptome haben, sollen sie sich selbst isolieren. Frau Faki? Ja, ich hätte dazu eine Nachfrage, Herr Koch. Das heißt, gesetzt den Fall, ich käme jetzt aus dem Ausland und habe für mich das Gefühl, es wäre vielleicht gescheiter, ich würde mich 10 Tage selbst isolieren. Mein Arbeitgeber sagt mir aber, ja, das kannst du schon glauben, aber du hast bitte schön morgen früh wieder im Büro zu sein. Dann habe ich eigentlich auch keine Wahl. Dann gilt das Arbeitsrecht, ja. Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Droh zu den Fällen von Covid-19 in der Schweizer Armee. Vor 2 Wochen bei der Mobilmachung haben Sie gesagt, dass Sie alles unternehmen, damit sich diese Krankheit nicht ausbreitet unter den Soldaten. Nun ist es doch an einigen Orten geschehen. Was ist falsch gelaufen und welche Maßnahmen treffen Sie nun, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet in der Armee? Sie haben von Mobilisation und falsch gelaufen, und ich habe von Schulen gesprochen. Die Schulen sind nicht mobilisiert worden. Das sind nicht diese, die wir haben mobilisiert. Das sind 2 Schulen, die schon monatelang in Dienst sind. An die Frage, was haben wir falsch gemacht?
dass eine Seite ist Tessin, bedeutet, dort haben wir wahrscheinlich am Beginn der Krise einige Soldaten, die dort hineingetroffen sind. Und dann haben wir mit Quarantäne begonnen und dann ziemlich viele Fälle gehabt. Und in der Romandie wahrscheinlich in die letzten Maßnahmen, die wir haben getroffen. Und ich habe das eingangs gesagt, müssen wir diese zwei Standorte unbedingt jetzt das lösen und sicherstellen, dass nicht weitere dort angesteckt. Aber das hat nichts zu tun mit den Leuten, die mobilisiert worden sind. Diese sind nicht mit dieser Höhe, weil, wie gesagt, das ist wirklich das Gros sind von diesen zwei Schulen jetzt. Aber was machen Sie an den Schulen konkret? In der Schule haben wir sehr viel gemacht. Jetzt haben wir weitere Maßnahmen getroffen für das, was die Ausbildung ist. Es gibt auch Masken, die werden abgegeben, weil wir haben Bedingungen ab und zu, wo die 2 Meter schwierig sind. Ich denke an Fahrzeugen, die nicht so gedacht, dass wir 2 Meter Platz haben zwischen den verschiedenen Soldaten. Wir haben die ganze Ausbildung anders gelegt. Das ist viel länger jetzt in der Ausbildung. Ist nicht so problematisch trotzdem. Wir sicherstellen, dass unterirdisch nicht mehr vorhanden ist. Das haben wir schon vor 2-3 Wochen angekündigt. Das ist nicht mehr so. Alle sind draußen. Und es gibt viele weitere Maßnahmen mit Kontrolle. Wir haben letzte Woche einen 10 Standorte inspiziert. Wir haben eine besondere B11 in 3 Sprachen gemacht. Der zeigt ganz genau für das Umgebung Armee, wie müssen wir herangehen mit das, was die Covid-Maßnahmen sind, entlang das, was der BAG sagt. Sie sehen, wir probieren wirklich in alle Ecke und alle die Verantwortung, die möglich ist, das zu kontrollieren. Aber wir haben diese 2 Highlights, diese 2 Eipunkte. Eine, die vorher war, das ist diese Schule in Tessin, und eine, die in die letzten 1-2 Wochen jetzt herausgepoppt ist. Und das werden wir, wie gesagt, Lösungen finden und das in der nächsten Zukunft vermeiden. Das ist unsere Verantwortung. Wir brauchen diese Jungen. Die müssen in Einsatz gehen, erstens. Und zweitens, es geht um Gesundheit. Das ist wirklich nicht zu unterlassen. Herr Gesser? Oui, Monsieur Koch, je sais que vous avez déjà beaucoup parlé de ces masques aujourd'hui. Néanmoins, juste une question. On entend quand même des hôpitaux qui n'ont pas assez de masques FFP, qui doivent passer à des masques chirurgicaux. On entend aussi qu'on espace de plus en plus les heures où que normalement c'est 4 heures. Maintenant, on demande aux gens de les porter pendant 6 heures. On parle aussi bientôt de production indigène. Est-ce qu'un point de la situation, quand est-ce que cette production indigène va commencer? Est-ce que c'est ça qui va permettre l'approvisionnement définitif ou alors est-ce que c'est vraiment des commandes encore et toujours de l'étranger? La majorité, c'est des commandes à l'étranger. C'est des masques qui sont importés de l'étranger. La production en Suisse, surtout pour FFP2, a commencé, selon moi, que je sais, ou va commencer maintenant. Mais il ne devrait pas y avoir des hôpitaux qui ont maintenant des problèmes avec des masques. Si c'est le cas, il devrait vraiment s'informer chez les pharmaciens cantonaux et les cantonaux, les Führungsstäbe, parce qu'il y a assez de masques dans ce moment. Herr Lenz? Eine Anschlussfrage. Wie viele Masken bräuchte man, um die Schweizer Bevölkerung flächendeckend zu versorgen? Was wäre etwa der Tagesbedarf? Ich weiß es nicht genau, aber es gibt eine Studie von der ETH, die das berechnet hat, und da sprechen sie von 300 Millionen. Der Tagesbedarf? Nein, nicht der Tagesbedarf, die es bräuchte. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht auswendig sagen, was genau Sie dort, also über welche, ich denke, das wäre dann über den gesamten Zeitraum, der irgendwo angenommen, aber ich weiß den Zeitraum nicht. Aber auf jeden Fall 300 Millionen Masken wurden dort berechnet, was doch eine erhebliche Anzahl ist. Frau Gall? Noch eine Frage an Herrn Jakob, noch zu den Arbeitslosen, also jene Firmen, die jetzt Mitarbeitende entlassen. Müsste man die großzügige Hilfe des Bundes nicht damit verknüpfen, dass die Firmen in dem Fall keine Leute entlassen dürfen? Ja, das ist ein guter Punkt. Wir machen es nicht mit Sanktionen, sondern eigentlich mit Anreizen, dass wir wirklich auch aufzeigen, wie gut die Kurzarbeitsentschädigung funktioniert und dass es eben Liquiditätshilfen gibt.
und dass eigentlich da kein Grund besteht für die Unternehmen, die Leute einfach auf die Straße zu stellen. Wir haben auch den Eindruck, ich habe es vorhin gesagt, dass es gibt vereinzelte Fälle, wo Unternehmen dann effektiv Leute auf die Straße stellen. Aber wir haben den Eindruck, dass seitdem die Finanzhilfen, nicht die Finanzhilfen, sondern die Liquiditätshilfen funktionieren, dass das eher abgenommen hat. Es ist aber noch eine zu kurze Zeit, um das wirklich gesichert behaupten zu können. Aber ich notiere mir diesen Punkt, den Sie da gesagt haben, muss man weiterverfolgen. Gibt es noch Fragen, Herr Lenz? Noch einmal an Herrn Koch. Uns liegt ein Fall vor von einer jungen Pflegefachfrau, die einen positiven Covid-19-Test hat und nur milde Symptome und die von ihrem Arbeitgeber gezwungen wird, an der Arbeit zu erscheinen, in einem Zürcher Spital. Die Frage ist, was halten Sie davon? Entspricht das den Vorgaben des Bundes? Gibt es hier nicht die Gefahr, dass Patienten angesteckt werden vom Spitalpersonal selber? Also ich kann sehr schlecht Einzelfälle einfach so beurteilen. Man müsste ja dann wirklich alle Hintergründe dazu wissen. Ich kann das jetzt nicht. Theoretisch ist es natürlich so, dass eine Person, die wirklich, auch wenn sie nur milde Symptome hat, genügend Viren produzieren kann, dass sie jemanden anstecken könnte. Und deshalb ist es sicher nicht sinnvoll, solche Personen zum Beispiel mit Patienten Kontakt einzusetzen. Wenn es nicht mit Patienten Kontakt ist, also dann ist das dann schon wieder sehr anders zu beurteilen und zu diskutieren. Also so Einzelfälle beurteilen, das ist sehr schwierig. Frau Gall? Es gibt Forderungen, dass sich die Schweiz an Corona-Sofortmaßnahmen für Flüchtlinge in griechischen Camps engagiert. Ich weiß nicht, an wen diese Frage gehen könnte. Der Bundesrat versprach Anfang Jahr zum Beispiel minderjährige Asylsuchende mit Familienbezug in die Schweiz aufzunehmen. Wie ist da der Stand? Frau Büschi ist stellvertretende Direktorin im Staatssekretariat für Migration. Ja, danke für diese Frage. Ich kann die gerne beantworten. Selbstverständlich hat die Schweiz ihre Versprechen eingehalten. Wir haben aus Griechenland verschiedene Gesuche erhalten, um unbegleitete Minderjährige einzuführen, die Familienangehörige haben in der Schweiz. Wir haben die genehmigt. Nur kam dann eben Corona, es kamen die Einreisesperren, es kam das Einstellen des Flugverkehrs und zurzeit ist es uns nicht möglich, diese unbegleiteten Minderjährigen in die Schweiz einzufliegen. Wir werden das so bald wie möglich tun. Vielleicht anders gefragt, was unternimmt die Schweiz, um die Situation vielleicht vor Ort auch zu verbessern? Ja, von der Schweiz her laufen die Projekte weiter, die wir bisher auch schon finanziert haben. Das sind vor allem Projekte im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen und auch für Familien, die sich in diesen Flüchtlingscamps aufhalten, wo wir finanziell unterstützen. Wir haben auch weitere Hilfen angeboten im Bereich des Institution Building. Das heißt, dass wir den griechischen Staat unterstützen möchten bei den Asylverfahren und bei der Identifikation von Personen. Leider kommen diese Maßnahmen in der jetzigen Situation nicht zum Tragen. Vielleicht noch von mir daher, es gibt ja auch diesen UN-Appeal und da werden Überlegungen gemacht zurzeit, inwieweit die Schweiz, die DEZA, sich daran beteiligen kann. Danke. Gibt es noch weitere Fragen, Herr Altermatt? Noch eine Frage an die Vertreterin des Bundesamts für Justiz. Sie müssen ja die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen prüfen, haben da eine eminent wichtige Aufgabe. Mussten Sie schon mal auf die Bremse stehen? Darf ich noch vorstellen? Frau Kuster ist stellvertretende Direktorin des Bundesamtes für Justiz. Ja, ich kann da gerne etwas
dazu sagen. Also es ist wirklich unsere Daueraufgabe, alle Maßnahmen, die hier vom Bundesrat getroffen werden, vorzuprüfen und zusammen mit den Fachämtern, die diese Verordnungen auch vorbereiten. Und da ist man immer dran, auch zu justieren, im Voraus eben auch zu diskutieren und die Maßnahmen am Ende so zu stricken gemeinsam, dass es eben dann auch korrekte Maßnahmen sind im Sinne der Verfassungsmäßigkeit und eben gerade im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Eben das sind vorbereitende Arbeiten und am Ende entscheidet der Bundesrat. So gesehen, wir können nicht im Nachhinein natürlich noch eine Prüfung machen, aber die war jetzt bisher auch nicht notwendig. Frau Gall? Noch eine Frage, von der ich nicht weiß, an wen ich sie stellen soll. Man hat ja verschiedentlich gehört, Forderungen aus den Kantonen, der Bund soll jetzt das Heft in die Hand nehmen bei den Schulen, also bei der Matura, bei den Berufsabschlüssen, bei den Zeugnissen. Wie ist da der Stand der Dinge? Ist da etwas im Gang? Möchte jemand diese Frage beantworten? Ja, ich beantworte meistens die Fragen, die an niemanden gerichtet sind. Ich weiß, dass diese Fragen geprüft werden, auch vom Staatssekretariat für Bildung. Ich weiß auch, dass es, weil das uns direkt betrifft, diese Frage in Bezug auf die Medizinalprüfungen angeschaut werden, weil die ja auch betroffen sind. Und ich weiß, dass das jetzt am Gange ist, aber das ist sicher noch zu früh, dass wir jetzt da definitive Antworten erwarten könnten. Gibt es einen Zeitplan? Der ist mir nicht bekannt. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ich schaue noch Herr Lenz. Noch einmal zu diesen Antikörpertests, die schon erwähnt wurden. Gibt es denn eine Strategie beim BAG, wie man die einsetzen will, wenn sie einmal verfügbar sind? Also die werden mit Sicherheit Teil der Strategie sein, die wir erarbeiten, um den weiteren Verlauf dieser Epidemie zu begleiten. Was will man mit Ihnen genau, oder wie will man Sie einsetzen in dieser Strategie? Eben, es wird Teil sein der Strategie. Ich kann Ihnen die Strategie jetzt noch nicht vorstellen, weil sie noch nicht finalisiert ist. Aber die Tests machen natürlich einen Teil der Strategie aus. Und dort wird dann festgelegt, wie wir mit solchen Tests umgehen wollen und welchen Profit sie für die weitere Bewältigung der Krise bringen. Herr Lenz, Entschuldigung. Ja, ich muss schon noch mal kurz auf diesen Widerspruch hinweisen, den wir vorhin angesprochen haben. Wir hatten ja zuerst die Frage nach den Übertragungswegen. Die können nicht mehr festgestellt werden. Dann haben wir die Frage nach den Rückkehrern, denen nur die Selbstquarantäne empfohlen wird, die aber nicht dazu verpflichtet werden können, insbesondere wenn der Arbeitgeber das nicht will, sondern sagt, du kommst morgen wieder zur Arbeit. Hier hätte man ja eine Möglichkeit, einen Übertragungsweg zu blockieren, einen möglichen, über eben eine amtlich verfügte Quarantäne. Das wird nicht gemacht. Warum nicht? Ja, weil es eben mit der Verhältnismäßigkeit zusammenhängt. Wie vorhin schon erklärt wurde, es macht keinen Sinn, wenn Sie jemandem etwas verbieten oder jemanden einsperren, wenn gleichzeitig 100 andere die Übertragung trotzdem weiterbringen. Deshalb müssen sämtliche Maßnahmen, die man ergreift, müssen so sein, dass sie erstens mal für alle Leute begreiflich sind. Also es wäre ja schwierig, jemandem zu erklären, sie dürfen jetzt wenn 14 Tagen nicht zum Haus heraus und alle anderen, die vielleicht angesteckt sind, dürfen das. Also das ist schon einmal schwierig, diese Person dann auch so zu motivieren, dass sie das richtige Verhalten an den Tag legt. Und deshalb ist es wichtig, dass in jedem Schritt der Epidemie und der Krisenbewältigung die Maßnahmen so gewählt werden, dass sie für alle nachvollziehbar sind und auch eine gewisse Gerechtigkeit haben, also dass sie für alle eigentlich die gleichen sind. Und deshalb ist es im Moment sicher nicht sinnvoll, wenn man einem Reiserückkehrer aus
irgendeinem Gebiet, wo man nicht weiß, ob er sich überhaupt hat anstecken können oder nicht, sagen würde, du musst jetzt mit einer Verfügung 14 Tage zu Hause bleiben, aber der Person, die sich sonst in der Schweiz aufhält, würde man sagen, nein, nein, für dich gilt nicht das Gleiche. Deshalb versucht man schon, dass die Maßnahmen für alle gleich sind und auch nachvollziehbar sind. Und im Moment sind ja die meisten Maßnahmen in der Schweiz glücklicherweise Empfehlungen und nicht verordnete Zwangsmaßnahmen. Ich schaue in die Runde, ob Sie noch Fragen haben. Und ich sehe im Moment keine mehr. Dann bedanken wir uns für Ihr Kommen und beschließen hiermit diesen Point of Press. Vielen Dank.